Moin, moin, Freunde der schmauchigen Altmetallvernichtung. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit The Search und einer Möglichkeit, wie ihr früh an fette Beute kommen könnt. Mit früh meine ich, ja, 6-7 Minuten könnt ihr euch hier echt was Schönes gleich unter den Nagel reißen. The Search 2 steht in den Startlöchern. 2019 soll es erscheinen. Gerüchten oder Fakten zufolge soll es im September erscheinen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht recherchiert, ob was an den Gerüchten dran ist. Mir soll es recht sein, je früher, desto besser. Nachdem ich Sekiro dann doch eher mehr als weniger enttäuscht hat, freue ich mich auf The Search 2 und auf Nio 2 natürlich auch. Gut, Vayne ist auch interessant, aber eher weniger, erst einmal. Ist zumindest auf der Warteliste der präziseren Beobachtungen bei mir. Ja. Exo-Rig-Installationsprogramm läuft. Ja, The Search 2 soll offener werden. Gut, habe ich nichts gegen. Wenn es so das Niveau vom ersten Teil hält, wäre ich begeistert. Ich erwarte jetzt nicht nochmal so einen Quantensprung zwischen Lords of the Fallen und The Search 1. Das Niveau reicht mir völlig. Fantastisches Spiel. Okay. Nicht sterben oder verschrotten. So, lauft hier durch, bis hier nach links, dann nach rechts, holt euch das Item und weiter geht's. Durch das Item. Stellt die Störung fest. Ja, freiere Bereiche dabei stehen geblieben. Gut, ich hoffe aber, dass trotzdem die klaustrophobische Stimmung aufrechterhalten bleibt. Dass es auch wiederum dunkle, ganz dunkle, enge Gänge gibt. Würde mich sehr freuen. Aber ich denke, da wird Deck 13, da werden die Jungs aus Hamburg ganze Arbeit leisten. Mit dem Kern. Nein. Willkommen, Warren. Ja, gut, der Warren, ja, sein erster Arbeitstag. Was für ein Arbeitstag, so etwas hier vorzufinden. Verbindung mit der Datenbank. Wie gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Datenbank wird überprüft. Ausrüstungscoupon registriert. Holt euch diese Waffe. Und stellt sie auch gleich ein. Ja, vielleicht ein paar mehr Endbosse im zweiten Teil. Hätte nichts gegen. Also zumindest, wenn sie das Niveau der aus dem ersten Teil beibehalten. Dann gerne mehr. Und dann hoffentlich kein Recycling zum Schluss. So ein bisschen Sabaras kam ja irgendwie nochmal, denn gut, das schien es so, als ob denen ein bisschen die Kohle ausgegangen ist. Zum Schluss so ein bisschen. Jetzt haben sie ja mit dem Teil gut, glaube ich, gut eingenommen. Dass dort... So, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Na, wo haben wir die? Ach, wisst ihr. Sie ist echt nicht richtig schlecht.
Ja, ich war doch mal dran an dich. Jetzt hau einmal die Seite rein. Wieso mache ich da keinen Damage? Das kann doch nicht angehen. Da jetzt? Ich muss anfixieren, okay. Jetzt wirklich nur von der Seite? Das Teil geht, glaube ich, auch. Ja, geht's auch. Das war's. Das gibt nochmal 3000, glaube ich, mehr Altmetall. Das war die Möglichkeit, um gut ins Spiel zu starten. Bye bye und auf Wiedersehen.